Hallo Leute, ich bin Ivanka aus Deutschland Berlin und ich heiße euch sehr herzlich bei meinem Kirigiri Videotagebuch willkommen. Ich mache nämlich hier gerade ein Auslandshalbjahr hier in Neuseeland und zwar in der Kirigiri High School, aber dazu später mehr. Kirigiri liegt in Northland, das ist so Bay of Islands, super schön. Und nochmal dazwischen geschoben, dass alles hier wurde organisiert von der Organisation High School Australia. Na dann, viel Spaß! Meine Reise begann am Frankfurter Flughafen, wo ich mich mit meinem Flugbuddy getroffen habe. Und dann kam auch schon unser erstes Abenteuer, der Changi Airport in Singapur. Der Flughafen gehört definitiv zu den Top 10. Und nach weiteren 10 Stunden Flug kamen wir endlich in Auckland an. Das war aufregend. Die Organisation Essence hat uns vom Flughafen abgeholt. Und mit der haben wir 3 Orientation Days hier gemacht. Und ehe man sich schon versieht, steht schon das nächste Abenteuer vor der Tür. Die Gastfamilie. Das war so aufregend. Ich bin angekommen, Kirikiri, und die haben mich sofort super lieb willkommen geheißen. Und gleich in den ersten Tagen haben die mir schon die Umgebung gezeigt und man hat sich einfach gleich gefühlt, als ob man zur Familie gehört. Nach ein paar Tagen stand auch schon das nächste aufregende Ereignis vor der Tür. Der erste Schultag. Alle sind super aufregend und super nervös. Und deswegen ist es super einfach, Freundschaften zu schließen, da alle International Students diese Freundschaft halt schließen wollen. Und deswegen sind alle super offen und super lieb. Die Kirikiri High School, aber auch jede andere Schule hier in Neuseeland, bietet eine Vielzahl von Fächern an, die ich zu Hause nie gehabt hätte. Wie zum Beispiel Hospitality, das ist Kochen, Outdoor Education oder Fotografie. Aber auch kulturelle Fächer wie Te Ao Haka oder Te Reo Māori dürfen im neuseeländischen Schulsystem nicht fehlen. Das, was ihr gerade gehört habt, das sind wir, die gerade nämlich viben im Bus. Und zwar, wir fahren nämlich zum Strand. Und das liegt daran, dass unsere Schule ein spezielles Programm hat für International Students, wo die jeden Freitag anstatt des Klassenzimmers ein Surfbrett kriegen und die Wellen genießen können. Nach der Schule treffe ich mich sehr gerne mit meinen Freunden. Und meistens gehen wir in die Stadt und gehen einfach nur ins Café und dort plaudern wir und wir lieben es. Oder wenn es dort mal langweilig wird, dann gehen wir durch die Geschäfte. Und das ist Charlie's Rock. Ein Ort, den wir alle super doll lieben. Denn dort können wir vom Wasserfall springen und einfach nur die Zeit genießen. Ist das nicht ein Traum? Was ich auch noch sehr gerne nach der Schule mache, sind außerschulische Aktivitäten. Dazu gehört zum Beispiel Kapa Haka. Das ist ein traditioneller Maori-Gesang und Tanz. Und es macht einfach super viel Spaß und du lernst neue Leute kennen. Oder was ich auch noch sehr gerne mache, ist Paddleboarding oder Rugby mit meinen Freunden spielen. Ich genieße auch super gerne die Zeit mit meiner Gastfamilie. Entweder am Strand oder einfach nur zu Hause im Garten. Wir machen auch mal gerne Tagesausflüge, zum Beispiel zum größten Baum von Neuseeland, Tane Mahuta genannt, der sehr majestätisch wirkt. Das, was ihr hier jetzt sehen könnt, das ist ein Armband aus Flex. Das ist eine sehr traditionelle Maori-Art in der Kultur. Und ja, das war ein Tagesausflug, das die Schule organisiert hat zum Treaty of Waitangi. Und das war ein weiterer Tagesausflug, organisiert von der Schule. Und ja, genießt die Bilder. Und das war auch bis jetzt eine meiner besten Erlebnisse. Meine Freunde haben bei mir übernachtet. Wir haben Pizza gemacht und Marshmallows gegrillt und hatten einfach nur super viel Spaß. Und dann stand auch schon Ostern vor der Tür. Meine Gastfamilie hat mich mit nach Auckland genommen, wo die ja, ihre Familie gezeigt haben und Auckland rumgeführt haben. Und ja, wir hatten eine wunderbare Zeit. Vielleicht wissenswert ist, dass hier das Schulsystem in Neuseeland so aufgebaut ist, dass das Schuljahr aus 4 Terms besteht und nach jedem Term sind 2 Wochen Schulferien. Und dann Schlag auf Schlag kam schon das nächste große Abenteuer. Denn ich habe den Cape Breton Walk gemeistert. Das ist eine 8-stündige Wanderung über den Gipfeln und links und rechts nur Wasser. Und es war so cool. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das schaffe. Und dann kam die Schulferien. 2 Wochen. Und die erste Woche hat mich meine Gastfamilie auf einen Campervan-Trip mitgenommen. Und wir hatten einfach so viel Spaß und so viel Adrenalin, Erlebnisse wie hier die Giant Swing oder die Zipline, die gleich kommt. Aber auch so schöne Momente wie Freedom Camping. Wir hatten eine super schöne Aussicht von Taupo. Das war unsere zweite Destination. Die erste war Rotorua, die zweite war Taupo und die dritte Waitomo.
Dort sind die Glühwürmchen. Auch wunderschön. Das war's jetzt erstmal hier von mir. Ich hoffe, ihr habt was Neues dazugelernt und hattet auch einfach super viel Spaß und habt neue Eindrücke. Und ja, und ich hoffe, es macht euch jetzt die Entscheidung leichter, ob ihr ein Auslandshalbjahr machen wollt oder nicht. Na dann, bis dahin. Tschüss!